Das Herz wird beflügelt, das kosmische Feuer brennt. Aktuelle Energien. Ich begrüße dich recht herzlich. Schön, dass du da bist, dass du meinen Worten lauscht und dass du das, was ich empfange, annimmst, wenn es für dich stimmig ist. Alles andere, lass einfach sein. Jeder ist ein einzigartiger Kanal und bekommt seine Bilder, seine Botschaften und gibt sie weiter. Schön, dass es so viele gibt, die das tun und dass ihr das auch erhalten könnt, einfach so als Geschenk, um zu unterstützen, um zu helfen und die Menschen zu begleiten in dieser herausfordernden Zeit, die doch so viel Wunderbares in sich trägt, so wie jedes Problem auch schon seine Lösung in sich trägt. Es gilt immer mehr, die Dinge zu hinterfragen, die Wahrheit zu erfühlen, zu erspüren für sich, denn jeder hat seine eigene Wahrheit, das anzunehmen, aufzunehmen, was einem gut tut und das andere loszulassen, sein zu lassen. So wie auch dein Körper, du nimmst Nahrung auf und einen Teil lässt er wieder los und ein Teil wird gebraucht und behält er. Wenn du das gut kannst, empfangen, aufnehmen, annehmen und das, was für dich persönlich nicht stimmig ist, wieder loslassen kannst, ohne in die Kritik zu gehen, ins Beurteilen, anderen eins reinzuwürgen, die Meinung aufs Auge zu drücken, zu missionieren, dann funktioniert zum Beispiel auch deine Verdauung. Aufnehmen, annehmen, einen Teil loslassen. Nicht alles passt für jeden und das kann auch nicht funktionieren. Wir sind fast 8 Milliarden Menschen und jeder hat seine eigene Meinung und Wahrheit. Ja, ich bedanke mich bei all denen, die schon so sehnsüchtig warten auf diese Botschaft von mir und meine Meinung zu den aktuellen Energien oder wie ich sie empfange, was man da tun kann, ein paar Tipps von mir und ich werde dich auch immer wieder in Bilder mitnehmen. Ich werde jetzt nicht nur reden, erzählen, sondern auch immer wieder dazwischen dich in die Ruhe führen, in deine Mitte und dich in Bilder mitnehmen. Währenddessen fließt schon wunderbares, hochschwingendes Licht. Und wenn du wissen möchtest, diesmal von welcher Energie oder von wem, dann sind es die Elohims, die Engel der Gnade, die Schöpferengel. Ich mache nichts, ohne dass nicht Energie fließt und die Seele, die das gerne annehmen möchte, darf jetzt dazu ein Ja geben und erlauben zu empfangen. Mehr ist nicht zu tun. Ja, meine Lieben, das kosmische Feuer brennt. Begonnen hat sich die Energie für dieses hochtransformatorische Jahr, wenn man das so nennen möchte, 2018, stieg dann 2019 an und ist am Höchststand 2020. Da war plötzlich über Nacht ja alles anders. Von der Freiheit, von der Uneingeschränktheit von Tun und Lassen oder fast alles, was man möchte, über Nacht in die Sperre, Enge, Befehle von oben, was du alles nicht mehr darfst und was es für Strafen gibt und so weiter.
Ich verwende jetzt gewisse Worte nicht. Ich werde sie abkürzen oder umschreiben, denn Videos werden ja gescannt und durch gewisse Worte gelöscht. Und das möchte ich nicht, aber man findet ja für alles eine Lösung. 2021 wird eine ganz andere Frequenz tragen als 2020. Ich sehe die Energie, die jetzt wieder ja, sich aufbäumen wird, noch mehr werden wird. So diese äußeren Geschehnisse, die ja jetzt wieder strenger werden, bis in den Frühling hinein, also Ende März. Warum? Weil wir ja jetzt in die Grippezeit gehen. Es ist ganz klar und logisch, da muss ich gar nicht wirklich viel wissen, dass durch die Grippezeit, wenn wir das alles dann zusammenzählen und so uns die Zahlen dann geliefert werden, obwohl nicht alles halt das C ist, wird es strengere Maßnahmen geben. Das Ganze über Weihnachten, Silvester und Grippezeiten enden Ende März und dann wird es da wieder besser werden. So nehme ich das wahr. Wenn man von den Dingen weiß, dann kann man sie auch besser annehmen und damit umgehen. Jetzt geht es darum, so wie es im Außen ist, so ist es dann im Inneren. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner ist hier alleine. Und nicht nur dem Nachbarn oder dir oder wem geht's schlecht, sondern vielen. Manche zeichnen sich sogar als grottenschlecht. Sie fühlen sich krank, obwohl sie nicht krank sind. Und noch einmal, ich freue mich sehr, habe ich jetzt zuerst gar nicht gesagt, die schon sehnsüchtig auf dieses Video gewartet habe. Da bedanke ich mich, wurde angeschrieben, angerufen. Ja. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit und das freut mich. Ich liebe meine Arbeit und das freut mich sehr, denn immer mehr sind bereit, jetzt was zu tun und sich begleiten zu lassen. Ich habe Klientinnen, die begleite ich schon das ganze Jahr. Und es ist großartig, was hier alles geschehen durfte. Ja, ich kann jedem empfehlen, sich begleiten zu lassen, denn wir haben alle unseren blinden Fleck und ein anderer sieht das von außen, von einer anderen Perspektive, ganz anders. Du bekommst die Deutung, du weißt dann, warum bin ich so, warum ist das geschehen, wie kann ich etwas abschließen. Viele tragen so viele offene Geschichten mit sich, wo sie meinten, die sind abgeschlossen. Lebensgeschichten, die nun mal das Leben für uns alle bereithält, die ganzen Erfahrungen, die wir hier zu machen haben, wo wir aber zugestimmt haben, die, wenn die in einem Happy End abgeschlossen werden, ja, dann ist im Inneren Ruhe. Dann ist es ganz ruhig im Inneren. Dann kommt da keine Angst mehr hoch. Solange hier aber noch nicht ein friedlicher Abschluss gemacht wurde, für dich persönlich ein Happy End, das muss nicht für andere sein. Ich arbeite immer dann nur mit dir. Das Außen ist uninteressant. Es geht in allem um dich, egal wie sich das im Außen nennt. Ob Dualseele, Zwillingsseele, Partnerschaftsthemen, Geldthema, Krankheiten, Familienprobleme, Berufsprobleme, ganz egal. Wir finden alles in dir, in deinem Energiefeld. Seelenebenen können alles in dir und mit dir gemeinsam in den Frieden, in die Liebe, in die Lösung führen. Und dann darf es auch in dir ruhig werden. Ja, so geht das Ganze ja schon länger und nicht nur heuer, aber Energien, ich sehe das immer so, die bauen sich Schritt für Schritt auf. Wenn uns eine Welle komplett überraschen würde, ja, das würden wir ja nicht schaffen. Und
So hat sich das aufgebaut und sind jetzt und vor allem auch jetzt im Oktober in einer sehr feurigen Zeit, nenne ich das. Dieses Feuer, das ist, was ich wahrnehme, kann auch sein, dass du hormonelle Schwankungen hast, dass du auch sehr stark schwitzt in der Nacht. Ja? Also das ist wie wenn dein Körper Wasser kochen würde. Ich komme dann gleich noch mehr dazu, zu Bildern, die ich von Körperbefinden von Klientinnen bekommen habe. Kannst du dich mal reinfühlen, wie das denn bei dir ist? Die letzten Tage, vorige Woche, Mitte voriger Woche, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vor allem das Wochenende hat doch einige gefordert. Es hat sein können, dass du einen Tag voll fit bist, es dir sehr gut geht, du vieles geschafft hast und plötzlich über Nacht am nächsten Tag ist dein Zustand komplett ein anderer gewesen. Es war gar nichts, du wachst auf und du fühlst dich schon mies. Ja? Kommst auch über den ganzen Tag vielleicht gar nicht mehr in deine Energie, in die Gänge. Und schaffst gar nichts bis viel weniger und es fällt dir schwer. Immense Schwankungen. Wir hatten am Sonntag auch hohe Schumann-Frequenzen. Das heißt Erdmagnetschwankungen, Sonnenstürme. Also da hat sich einiges abgespielt. Entweder reagierst du da stark emotional. Es kann auch sein, dass du irgendetwas nur gesehen hast und plötzlich oder gehört und plötzlich fällst du ja in Wut, Zorn, Aggression oder in tiefe Trauer. Ja, das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd für manche. Oder du reagierst körperlich sehr stark. Wir hatten ja auch Freitag den Neumond in der Waage. Und da sage ich auch gleich was dazu, zu den Energieübertragungen an diesem Tag. Der Körper reagiert momentan bei den meisten Wirbelkanalschmerzen, Wirbelsäule, Rücken, Gelenke, Kopf. Und man darf sich nicht wundern, weil das hören wir ja von außen immer und ich nenne ja das Ganze, was geschieht, wenn du da viel sprichst darüber und zuhörst, Massenhypnose. Plötzlich Symptome, die dem wunderbaren C da gleichen, Atemnot, rinnende Nase. Aber du hast das Ding gar nicht, sage ich jetzt mal. Ja? Weil es gibt ja auch, wieder fällt mir ein, wie Scheinschwangerschaft. Die Frau gar nicht schwanger ist und hat alle Symptome dazu, ja, und ist es aber gar nicht. Das ist, wenn man sich viel damit beschäftigt und ständig, welche Symptome sind es denn, ob ich das dann habe oder nicht, dann reagiert der Körper darauf. Ja? Der zeigt plötzlich einen Teil dieser Symptome, die für den C-Punkte-Punkte stehen und du hast es aber gar nicht. Ja? Also das kommt nun mal auch dazu, ja? Da, warum die Dinge da jetzt ansteigen. Das ist auch so ein Punkt, ja. Und diese körperlichen Symptome, das kann auch gehen wie so Pusteln auf der Haut, ja, so Feuerpusteln, glaube ich, nennt man das, auf der Haut, so Bläschen, ja. Kann auch sein, dann Hormonthemen, also dass die bei den Frauen die Menstruation sich verlängert oder gar ausbleibt und sie aber noch gar nicht vielleicht im Wechsel sind. Es kann jedes Alter betreffen, also komplette Schwankungen, weil auch der Körper sehr gefordert wird. Der Körper, also wenn ich den so wahrnehme, ich nehme ja immer das Energiefeld des Menschen wahr
Und da bekomme ich das Bild bei manchen von einem trockenen Flussbett, einem ausgetrockneten Bach. Und da ist die Erde, also das Fundament im Körper oder die Energie im Körper, ist wie dieses trockene Bachbett oder Flussbett, gebrochen, vernarbt, Sprünge, schwer, dicht, alt, absolut nicht aufnahmefähig, starr, kalt, kühl, wie halt so ein trockenes Bachbett ist. Und wenn da jetzt solche Energien sind, die ja unseren Körper jetzt immer mehr und immer mehr durchlichten, durchleuchten, durchfluten, es sind regelrecht wie Wirbelstürme durchgezogen, vor allem am Freitag bei der Energieübertragung, dann beginnen hier angetriggert zu werden die Emotionen, Gefühle. Wasser steht für Gefühle. Und dann beginnt dieses Wasser wie zu kochen. Das kann eben dann zu Schweißausbrüchen führen. Also die Gefühle, es beginnt zu brodeln. Es kann sein, dass du dadurch in die Aggression, in den Zorn gehst, urplötzlich auf dich selbst. Auch ja, auf Situationen, auf das ganze Weltgeschehen, wie auch immer. Und wenn die Gefühle jetzt so angestupst werden und wollen dann endlich wieder zu fließen beginnen, dann befeuchten sie zuerst, wird dieses Bachbett, also die Energie des Körpers, zuerst wie angefeuchtet, dann wird es weicher, immer weicher. All das Alte, all die Verletzungen, das Vernarbte, die Wunden, die spült es hoch, damit die Gefühle, das Wasser einsickern kann in dieses Energiefeld, jetzt Körper auch genannt. Und das geschieht Schritt für Schritt. Und langsam, dann würde ich jetzt alles vollkommen freilegen. Das heißt, ich würde einen Eimer voll Wasser reinschütten, würde der Bach ja übergehen. Das nimmt ja diese trockene, alte, gebrochene Erde nicht auf. Dadurch geschieht das Schritt für Schritt, tröpfchenweise, bisschen. Es brodelt Emotion hoch, ob Wut, Trauer, Zorn, kommt hoch, das muss hoch, es muss aufsteigen aus dem gebundenen, aus dem verdichteten alten Energiefeld und kann immer wieder ein bisschen befeuchtet, gefühlt, gespürt werden. Das heißt, du wirst langsam spüriger, feinfühliger, du spürst immer mehr, du fühlst immer mehr und dazwischen aber ploppen immer diese unangenehmen Gefühle hoch. Wenn das sehr, sehr viel Verdrängtes ist, Altes ist, Traumatisches, Schockerlebnis, Schicksalsschläge, umso unangenehmer ist es natürlich. Ja? Also ich hoffe, ich konnte das jetzt so erklären. Ich kriege immer so viele Bilder und finde oft gar nicht so diese Worte. Also das ist so ein Prozess, der abläuft. Und der zweite, wie ich das noch bekomme, ist, das Energiefeld, also Körper, sind dunkle Kugeln, die sind hart wie Stein, auch kalt. Alles Alte ist immer kalt, dicht, dunkel, starr, stur, oft stur wie der Mensch, gegen Veränderung, starr gegen Veränderung. Sind auch dann welche, die eher schon, also Stillstand gibt es nicht, aber ich kann es jetzt nicht anders benennen, es als eher Stillstand im Leben. Und diese Kugeln sind
sehr schwer und drücken, verursachen Druck, Atemnot, Druck, Kopfschmerz. Ja, also das zeigt der Körper dann an bestimmten Symptomen, je nachdem, welche Energieschwingung da der Körper hat. Ja, und in diesen Kugeln ist doch auch einiges gebunkert. Manche sind Schlamm, ja, so schlammig, und andere wiederum wie komplett versteinert. Ja, und die trägt man sehr schwer. Ja, liegt oft auch im Solarplexus, im Magenbereich, da ist dann das Kraftzentrum blockiert. Frauen sehr auch gerne im Beckenbereich, beim Beckenboden, wo das Wurzelchakra dann blockiert ist. Das ist natürlich sehr wichtig, aber dass das gereinigt und geöffnet wird für die Erdung, für die Weiblichkeit, für die Mutter Erdenergie, die weibliche Energie wieder aufnehmen zu können. Und hier kann es auch sein, Sexualitätsprobleme, Hüften, Nieren und so, also in diesem ganzen Bereich hier, das ganze Frausein ist blockiert. Und wie gesagt, das ist nicht jetzt, jeder hat das überall, ja, das sind nur Beispiele, oder im Halsbereich, der Selbstausdruck, die Kommunikation, ja, das wahre, authentische Sein und liebevolle Ausdrücken können der Gefühle, genauso wie liebevolles Ausdrücken können der eigenen Grenzen, dass die gewahr werden. Also dass man hier wirklich auf einer Ebene kommunizieren kann, die nicht angreifbar ist, verurteilend, bewertend und so weiter. Und man braucht das auch sehr, zum Beispiel wie ich, für die Berufung, hier komplett frei sprechen zu können. Wenn das sehr gut ist, auch das Halschakra, geht das so weit, ja, dass man, so wie ich, also ich brauche keine Vorbereitung, keine Zettel, gar nichts, ich bekomme meine Bilder und spreche das einfach runter. Ja, also, und dann im Kopf, die Kugel im Kopf, sage ich jetzt einmal, die dann drückt auf die Antakarana, die Lichtbrücke zwischen den beiden Gehirnhälften, die ist dann auch oft blockiert, wo Intuition und Verstand, da wird meist nur ein Teil benutzt, also, oder kann auch nur mehr verstandesmäßig alles angegangen werden. Also, das sind jetzt mal so Beispiele, wie so die Körpergeschichten sind. Und man sagt halt hier, durch Lichten und durch Leuchten oder durch Spülen, ja, Wasser, Gefühle, wieder alles ins Fließen bringen. Oder das Durchlichten ist, dass in all diesen, diese dunklen Kugeln, ja, transformiert werden, die Blockaden. Wir haben auch um die Organe so Intelligenzfelder, also so Energiefelder, und die haben dann auch nochmal oft eine andere Schwingung. Das kann man auch wieder herstellen. Alles ist möglich natürlich, und der Schmerzkörper, ja, die unsichtbaren Körper, Mentalkörper, Emotionalkörper, spiritueller Körper. Aber ihr merkt schon, das ist ein Weg. Ja, und es wird auch gar nicht so, also von der Seele gegeben, das ist ja eine, wie eine Zwiebelschicht für Schicht wird abgetragen. Wir können nicht auf einmal alles machen. Das ist ein Prozess, den hat jeder persönlich und individuell und zeigt sich auch bei jedem eine Spur anders. Darum ist auch manchmal sehr gut für tiefsitzende Geschichten Einzelarbeit, ja. Einige Dinge kann man natürlich auch in Gruppenarbeiten machen. Ja, das ist einmal so die Körpergeschichte und die geistige Geschichte und das Unterbewusstsein und so. Das zeigt sich dann auch wieder in einer gewissen Form im Energiefeld. Also so kann man alles deuten, man kann das auch sehen, erspüren, fühlen und kann hier den Menschen helfen. 50-50. Der Mensch muss wollen, bereit dazu sein. Und die große Empfehlung, jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall mehrere Termine, bis du wirklich vollkommen frei bist,
sonst steckst du dann in der Mitte oder noch am Anfang. Ja, das geht nicht alles sofort. Habe ich auch nicht anders gehabt, ja. Und ja, das ist jetzt einmal so, wie sich auch die Körper, und das ist eben, wenn diese Energien so schwanken, wenn alles so brodelt, ja, diese, ich sehe es auch so, diese Lebensfeuer, das Feuer in einem wieder entzünden werden möchte, ja, dieser Lebenswille, das Ja zum Leben, das Ja aber zu deinem eigenen Leben, so wie du es leben möchtest, das Herz jetzt auch stark durchflutet wird. Es kann sein, dass du starkes Herzklopfen bekommst, sogar über ein paar Stunden, ja, weil es sich ausdehnt, es weitet sich und es möchte sich öffnen. Und dadurch auch diese ganzen Symptome, nennt man ja auch Lichtkörpersymptome. Das ist natürlich für uns alle sehr unangenehm, aber birgt immer etwas sehr Gutes und Positives für dich. Nur sehen wir das meistens in der Rückschau oder erst nach ein paar Stunden, oder manche Symptome sind so ein paar Stunden bis circa 3 Tage. Wenn du Angst hast, unsicher bist, natürlich zum Arzt gehen. Ja? Aber jeder ist ja für sich selbst verantwortlich. Wer schon sehr feinfühlig ist, kann das sehr gut unterscheiden. Ja? Also ich weiß es immer sofort, ist das ein Lichtkörpersymptom? Dann spüre ich auch sofort, aha, die Energie hat umgeschwenkt und so weiter. Ja? Aber die, die da noch am Weg sind, dann natürlich abklären lassen. Wir schwanken alle mit, sind beeinflusst von den globalen Energien. Das ist, wie der Mond auf uns wirkt, ja, Flut, Ebbe, Vollmond, Neumond, das wirkt ja auf uns, das anders glauben wir, das wissen wir, aber so wirkt auch die allgemeine Energie auf der Erde. Und die ist nun mal die Panik- und Angstenergie und wird natürlich jetzt massiv wieder geschürt. Ja, Panik mache, Angst mache, Einschränkung, Strafe, ja, dann trage deine Masken. In der Energetik und Spiritualität arbeiten wir ja, dass die Menschen ihre Masken, die sie über viele Inkarnationen aufgesetzt haben, um sich nicht mehr zu zeigen, um ihre Berufung nicht mehr zu leben, um dies und das nicht zu tun, die Liebe wieder zu leben, aus allen möglichen Geschichten, die wir alle erlebt haben, ich wie du, wie jeder hier von uns, ja, auf der Erde, arbeiten wir fleißig natürlich daran, all diese Masken abzulegen, ja, und immer authentischer und authentischer zu werden, ja, und im Außen haben wir sie wieder aufzusetzen. Nur ich kann hinter dieser Maske lächeln oder ich kann auch zornig reinschauen, ja. Mach dir doch einen Spaß wenigstens daraus und lächle hinter dieser Maske und sei dir bewusst, du hast deine abgelegt, du bist authentisch, ja. Und ja, im Außen versucht man halt, die Menschheit wieder in das Alte, was schon viele, viele Jahre geht, zurückzuholen. Ja? In die Enge, in die Angst, in die Schwere, in die Unfreiheit. Strafen, Sanktionen, Kontrolle, Autoritätspersonen, sodass wir die da oben haben, die Macht und können uns alles sagen. Das ist ja alles ein Aufbäumen des Alten. Wenn sich das Alte aufbäumt und da jetzt das kosmische Feuer lodert, zerfällt das alles zu Asche. Das zu Asche, das Verbrennen, das zu Asche zerfallen, da sind wir. Und immer, wenn etwas Altes geht, kommt dazwischen eine Leere, auch genannt Nullpunktenergie, Chaosenergie. Das ist verschieden. Manche fühlen es wie Leere und andere
rüttelt es oder ist es so Chaos alles plötzlich? Und dann kommt erst das Neue. Und auch das haben wir alle. Jeder zu einem anderen Zeitpunkt und wieder individuell und persönlich, je nachdem, wie offen ist jemand schon, wie schwingt jemand, wie viel trägt er noch, wie trocken, alt, starr, kalt ist er noch im Inneren oder wie schon die Gefühle schon mehr fließen, ja, oder schon einige Kugeln weg sind, ja, und er schon, er oder sie schon lichter ist im Inneren, im Körper und in den unsichtbaren Körpern. Wie weit ist der Geist schon gewandelt ins Positive? Da kannst du sagen, Heiliger Geist, bitte wandel meinen Geist ins Positive. Wenn du Lichtkörpersymptome hast, kannst du, das sind nur Empfehlungen und Beispiele. Bitten kannst du jeden, den du möchtest. Es ist nur von mir. Erzengel Gabriel, bitte mildere meine Lichtkörpersymptome und mit Mutter Erde verbinden. Gute Erdung ist wichtig. Erden kannst du dich auch mit deftigerem Essen oder Sport, barfuß gehen. Ja, im Winter okay. Aber vielleicht zumindest in der Wohnung, sind nur Beispiele. Saunagang, Natur auch, Erden oder einfach geistig, ja, Erden. Ich sage zumindest die Wurzeln, viele sagen Wurzeln aus den Füßen wachsen lassen, die Erde. Ich sage das vom Beckenbereich aus. Die letzten drei Chakren sind Mutter Erde zugewandt und von den drei untersten Chakren nach unten Lichtwurzeln bis tief in Mutter Erde, sich mit Mutter Erdherz verbinden und deine Wurzeln nicht so mini und bisschen und klein, sondern nimm die ganze Erde gleich mal ein. Ja, verwurzel dich vollkommen. Oder bitte einfach darum, dass du auf allen Ebenen deines Seins geerdet wirst. Da kannst du nehmen zum Beispiel Erzengel Metatron, Ashtar Sharan. Erzengel Metatron mit seinem Metatronwürfel reinigt auch gerne, wenn du das möchtest, deine Chakren. Die Bitte genügt, paar Minuten Ruhe und geschehen lassen. Du hast das im Gefühl, okay, jetzt ist erledigt, danke. Ja? Es darf ganz leicht gehen. Die meisten sind viel zu kompliziert in der Spiritualität, machen die Urrituale und ewig meditieren und das braucht man alles nicht mehr. Ja? Das darf schnell gehen und warum aber auch? Denn wir haben nicht immer so die Zeit oder sagen wir, du fühlst dich plötzlich schwindelig, was ja auch sein kann jetzt, oder siehst auch schlechter, ja, für ein paar Stunden und du bist aber gerade einkaufen. Ja, was magst du dann? Innehalten, dort wo du stehst, darum bitten, kurz warten, durchatmen, bedanken, weitergehen. Du kannst dich, während du im Stau stehst, bei der Kasse stehst, erden und alles. Das muss einfach in den Alltag auch eingebaut werden können, weil wenn die Energie jetzt anzieht, ja, was willst du dann tun? Ne? Wir sind nicht immer zu Hause und haben stundenlang Zeit, uns auszuruhen und das ist nicht jedem möglich. Und ich sage immer, alltagstauglich sollte es sein. Ja? Leicht gehen, schnell gehen, aber auch dabei Spaß haben. Ja, wie die Kinder, haben ein bisschen Fantasie. Gut. Freitag Energieübertragung hatte ich das erste Mal wirklich, bekam ich, ausgeschaut hat es wie ein Wirbelsturm, also im Auge des Sturms waren wir alle, das wird auch die Energie für die nächsten Wochen sein. Der Wirbelsturm wird aufziehen und die, die gut schon stabil sind, die werden im Auge des Wirbelsturms sein, andere wird es da mit kreisen, sage ich jetzt einmal. Und es ist auch jedem seine Verantwortung und jeder kann auch wirklich was dafür tun. Also das kann wirklich jeder. Und da war
wirklich ein wunderbar gleißendes Licht. Wir waren in der Mitte und es hat so richtig durchgereinigt. Ja, also großartig, ich war begeistert und ich freue mich schon auf nächstes Monat, wo wir es besonders brauchen werden, die Energieübertragung, obwohl es sind sehr wenige. Ja, also wir haben nächstes Monat nicht viel. Das, was ich auf jeden Fall mit hineinnehme, es ist zwar kein Portaltag und kein Mond oder so, aber ich nehme es mit hinein unbedingt, das 11-11-Tor. Ja, die Meisterzahl 11-11 am 11. 11. Gut, komme ich auch gleich dazu. Ja, die Energieübertragung war fantastisch. Das kann natürlich sein, dass du dann ein bisschen müde warst oder ja, egal. Ja, das ist eben jetzt so. Einfach annehmen und dir dankbar sein, dass du es dir wert bist, dir da helfen zu lassen. Und da wurde einiges aus dem System von uns rausgespült. Ja, also großartig. Und jeder Einzelne bekam einen ja, göttlichen Schutz, nennen wir es mal so. Und manche auch wurden so eine in ihre persönliche Lichtsäule gestellt. Das ist ein bisschen unterschiedlich dann immer, aber es wird immer, die Energieübertragung werden immer intensiver, finde ich. Also ich kriege da Dinge, ja, das war vor Jahren sicher noch nicht so. Und da merkt man richtig, was das für ein Jahr ist. Ja, also ich finde es wirklich großartig, ja, wirklich großartig. In meiner Arbeit auf jeden Fall. Also diese Riesenschritte, was da viele gemacht haben heuer, die haben wirklich alles, manche Klienten, auf den Kopf gestellt. Also von Wohnung gewechselt bis partnerschaftlich, bis Berufswechsel, Wahnsinn. Also alle, die hören das sicher alle, ja, sind schon langjährig auch Stammkunden, großartig. Also das ist so wunderbar, ja, wirklich sehr erfolgreich. Glückwunsch, ja, und danke, dass ich da immer euch begleiten darf und auch danke immer wieder. Manche geben mir dann Feedback, das tut auch sehr gut, wenn man auch da ein bisschen ein Feedback bekommt. Ja. Wir haben ja dieses Wochenende eben die körperlichen Symptome, habe ich gesagt. Jetzt geht es darum, der Oktober unterscheidet sich ja davon, dass es ganz tief geht. Da kriegen wir den nächsten Schub so ab Donnerstag, ja, 22. Doppelzahl erstens, aber auch hier beginnt dann, gehen wir so, sagt man, in die Skorpion-Energie. Das ist ja, Skorpion ist so richtig. Ja, tief, ganz tief. Und da gehen wir in die Tiefe. Darum zieht es auch im Außen jetzt an. Das heißt, desto strenger es wieder im Außen wird, desto mehr werden die Ängste getriggert bei den Menschen. Ja, aber die persönlichen Ängste, jeder trägt ja in sich schon alles. Es kann nichts einfach hochploppen, was nicht schon da war. Das heißt, da werden in dir Türen geöffnet oder Gefühle hochgespült. Ja? Und der Körper geht mit, weil er ja durchlichtet wird und muss diese alten, schweren Energien, ob jetzt Kugel oder Bachbett-Trockenes, ja, der muss sie hochspülen. Es geht nicht anders. Du kannst nicht in ein Gefäß, das voll ist mit Müll, noch rein und rein und rein und rein. Zuerst muss der Müll oder das Dunkle raus, dann kommt die Leere oder das Chaos und dann kann ich erst mit Licht und Liebe auffüllen. Das Gefäß, Körper, Geist, Seele muss ausgeschüttet, entleert werden. Dann fühlst du das natürlich. Symptome, Erstverschlimmerung nochmal von Schmerzen, ja, Erinnerungen an Vergangenheitsgeschichten, Träume in der Nacht, Schlafstörungen und so weiter. Und dann wird es befüllt mit neuer Energie, die Energie angehoben, das Herz geöffnet, das kosmische Feuer, das Lebensfeuer in dir entfacht, das Kraft, die eigene Kraft, die Urkraft geöffnet, die Verbindung wieder gereinigt, dein Kanal gereinigt, die Verbindung geöffnet zur Mutter
Erde weiblich, Vater Himmel männlich oder Vater Sonne, Zentralsonne, wie du das möchtest. Und dann stehst du wieder in deinem Energiefeld vollkommen für dich und bestimmst über dein Energiefeld. Menschen, die keine Angst haben, brauchen sich nicht schützen. Ja? Wenn das Energiefeld schön, klar, rein ist, durchlichtet schon ist, kalibriert, kodiert, geöffnet wurde in allen Bereichen, dann ist dieser Mensch in einer hohen Schwingung, leuchtet, strahlt, ist sich seiner selbst vollkommen bewusst, weiß, was er will, geht seinen Weg, ist auf seinem Weg, steigt nicht den anderen in ihren Wegen herum, ja, ist schon befreit von ganzen Verstrickungen, von Karma, irdisches Karma mit Menschen und Erdgeschichten, genauso aber wie mit Karma-Geschichten vom Heimatplaneten und von den Sternenguides und Sternengeschwistern. Auch hier haben wir nicht nur Gutes erlebt. Und dann bist du vollkommen authentisch, selbstbestimmt, frei und unabhängig und bist stark, kraftvoll. Und da wirft dich nichts mehr um in Außen, da lachst du über das Ganze, was hier abgeht. Weil das hier auf der Erde ist ein Spiel. Und es geht darum, wo spielst du mit? Ich gebe dir jetzt noch ein Bild und zwar stell dir vor, das Ganze, was da abläuft im Außen, ja, wie sich das alles jetzt nennt, das ist ein Energiefeld, das ist eine Energie, eine schwere, niedrig schwingende, dichte Energie, gefüllt mit C-Punkti-Punkti, Strafen, Masken und alles, was da halt dazugehört. Wenn ich dich spontan frage, du siehst jetzt diese Energie vor dir, zum Beispiel als Kugel, als Feld, ist einfach da, gefüllt mit all den Themen, Manipulationen, Angstmachereien, Einschränkungen, Freiheitsberaubung, bla 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 bla. Ja? So, das ist einfach jetzt da. Es ist jetzt da, diese Energie, das ist alles eine Energie, die ist, fühle, schwer, dicht, ganz niedrig, schwingend, ganz langsam, zieht einem hinunter, ist verdreckt, verschlammt, voll mit negativen Worten, negativen Geschichten, Krankheiten, krankmachenden Geschichten, Altem, Zorn, Wut, Aggression, Hass, Neid, alles ist da drinnen. Beschimpfungen, ganz ein dichtes, das sieht man nicht einmal etwas, es ist so zu. Gekleistert von altem Dreck. Stehst du in dem Feld? Oder bist du draußen? Hast du ein Bein drin und eines draußen? Ist das Feld groß oder klein? Ist es größer als du oder kleiner als du? Kannst du es überhaupt wahrnehmen? Ist es überhaupt da? Bist du weit weg oder ist es ganz nah? Einfach wahrnehmen, fühlen. Du hast die Wahl. Wenn du drinnen stehst, dann bist du mitten in dieser Energie. Dann ist dein Energiefeld verbunden und genährt damit.
ist deine freie Entscheidung. Mischst du weiter mit? Gibst du noch mehr Kraft und Energie in dieses Thema, in diese Energie? Nährst du es weiter mit? Dann darf es durch dich auch wachsen. Und dann kann es dir auch natürlich in dein System einsickern. Du hast die freie Entscheidung, du kannst auch aussteigen, rausgehen, jetzt, genau jetzt, nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt. Ist es schon größer als du oder kleiner? Wenn es riesengroß ist, größer als du, hat es schon mehr an Kraft über dich oder, ja, könnte man sagen, gewonnen. Wenn es noch kleiner ist, ja, dann wirst du nicht so viel Angst davor haben. Vielleicht ist es auch ganz weit weg oder es ist dir ganz nah. Nimm einfach selber wahr. Und du kannst es einfach, du kannst rausgehen aus der Energie. Ich entbinde mich jetzt von dieser Energie. Du erlaubst es nicht mehr, sagst Nein dazu, siehst, wie du rausgehst, öffne dein Herz ganz weit und verabschiede es. Sieh, wie es einfach abzieht, diese Energie. Und wir lassen es nicht auf der Erde oder schicken es zum Nachbarn oder jemand anderen, sondern ab ins Universum zur Transformation und das göttliche Feuer darf es transformieren in Licht und Liebe. Du kannst auch aus deinem Herzen einen Strahl in dieses Feld schicken und sehen, wie es immer lichter wird, immer weicher, immer durchlässiger, bis es sich ganz auflöst. Ja. Es ist die freie Entscheidung und die freie Wahl. Steige ich ein, nähere ich es weiter, mache ich mit, bin ich mittendrin oder lasse ich es endlich gehen, bleib bei mir. Das kann ich dir da mitgeben. Die nächste Zeit, wie gesagt, es geht noch tiefer, was gut ist. Dadurch räumen noch mehr Menschen im Inneren auf. Ich habe letzte Woche wirklich Türen im Energiefeld öffnen können mit Klienten, die den tiefsten seelischen Schmerz, die Urwunde freigelegt haben. Also das ist wirklich jetzt sehr häufig, das gab es noch vor Jahren nicht und vor Monaten, und sind aber die, die natürlich länger schon etwas tun. Aber wunderbar, also wirklich großartig, öffne auch du deine Türen. Und was ganz, ganz wichtig ist, das Allerwichtigste, was jetzt ist, dein Herz öffnen. Wenn du dein Herz meinst, du verschließt, das ist ja alles Mist hier und ja, keine Partnerschaft mehr und das will ich auch nicht mehr und das auch nicht mehr und das will ich nicht mehr und mich interessiert gar nichts mehr. Glaube mir, du verschließt dein Herz vor dir selbst, du wirst ganz eng werden, ja, verspannt, eng, verschlossen, kühl, starr. Und weil das sickert dann irgendwann auch ins System, so wie ich es dir vorher erklärt habe, wie ich das sehe. Es bleibt nicht spurlos irgendwo, sondern es hinterlässt seine Spuren. Und was ist es? Ich höre immer wieder, wenn ich mein Herz öffne, kann ich verletzt werden. Nämlich nicht. Wenn dein Herz zu ist, dann ziehst du Menschen an, die auch so drauf sind, Resonanzgesetz, und dann prallen wie zwei Steine aufeinander und das schmerzt. Das schmerzt. Kalt wie Stein oder ja, verschlossenes Herz prallt auf verschlossenes Herz. Also da ziehst du dann Menschensituationen an, die herzlos sind, die starr, stur, kühl,
ja, aggressiv, was weiß ich, sind, ja. Also du kannst nur das anziehen, in wie du bist und in welcher Schwingung du bist und was du auch in dir trägst an Themen. Gleiches und Gleiches zieht sich hier an. Da kommt verschlossenes Herz auf verschlossenes Herz. Na, glaubt ihr, was das denn für ein Zusammenprall ist? Das geht nicht gut. Das schmerzt. Das ist die Verletzung. Das schmerzt. Da haut's dir so richtig eine rein auf gut Österreichisch. Ja, die meisten glauben immer, ja, wenn ich zuwache und jetzt da bleibe ich alles für mich und das tut dir deinem System nicht gut und du ziehst immer wieder dann solche Situationen, Menschen an, werde dir dessen bewusst und es macht dich krank. Geistig wie körperlich. Und was ist die größte Verletzung? Du verletzt dich selbst am meisten. Die mit offenen Herzen, denen tut das nichts. Ja? Und die, die mit verschlossenem, ja, da haben sie endlich wem gefunden, mit dem sie sich dann weiter in der Opferhaltung bejammern können. Na toll, na was wird da draus? Doppelt Opfer, doppelt Jammer. Ja? Anders geht es nicht, so ist es. Das ist so. Wenn du jetzt, und das werden die Energien massiv antriggern, und das ist nur gut, auch wenn es noch so schmerzt, Herz öffnen, ganz weit werden. Ganz weit. Und da kann man mit dem Körper, mit der körperlichen Bewegung mitgehen. Da werde ich auch ein Video machen, da wirst du mich dann sehen und da werde ich dir das zeigen. Öffnen, 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 öffnen. Dein ganzes System vollkommen öffnen. Desto offener du wirst, desto mehr du dich öffnest, desto besser kommt Körper, Geist, Seele mit den Energien zurecht, können sich viel besser wieder anbinden, durchlichten, durchleuchten, ja, weil du öffnest dich, ja, du machst ja auf und ein offenes Gefäß, da kann, wenn es offen ist, endlich was rausfließen und wieder was reinfließen, wenn du zu bist, ja, das geht nicht. Da prallt alles ab wie nur was. Und dann kippt man irgendwann, nennt sich dann im Außen Depression, Burnout und so weiter. Ja, es sind ja nur Bezeichnungen. Und noch einmal, es ist am Seelenplan, wann du hier das Körperkleid ablegst und gehst. Es kann kein Mensch dich zu Tode verwünschen oder irgend nur ein äußeres Ding. Meine Güte, wir haben von etwas Angst, was nicht mal sichtbar ist, unsichtbar. Ja? Es bringt dich nicht zu Tode. Das ist am Plan, das macht man sich eh schon aus, wie auch immer. Und im Außen haben wir halt dann Bezeichnungen, warum ein Mensch das Körperkleid abgelegt hat und in die nächste Seinsebene gewechselt ist. Also, und von etwas, was du nicht mal siehst, dann auch noch Todesangst zu haben, da hast du natürlich die Angst vorm Tod gepachtet, aber aus anderen Gründen, die wird nur getriggert durch diese Energien jetzt, ja, oder sogar die Angst vorm Leben, ja. Vieles ist da möglich, aber glaube mir, ja, keiner geht hier wegen irgendwelchen Tierchens oder sonstigen. Ja, also das wäre ja ein Wahnsinn. Da würden wir ja dahin gerafft werden. Ja, also so ist das nicht. Und das gilt es halt, sich ein bisschen auch schlau zu machen, zu erkundigen und auch einmal, ja, sich um das Spiel hier auf der Erde zu bemühen oder zu fragen, was ist das Leben überhaupt? Was tue ich hier? Was soll ich hier? Was will das Ganze? Ja, das gibt ja da, es kann mir alles deuten. Ja. Und dann geht es einem auch gleich besser, wenn man das Ganze mal versteht. Sicher, alles kann man nicht verstehen, aber das meiste doch. Gut, so. Die Chaosenergie oder angespannte Energie, und das soll keine Angstmache sein, sondern das ist einfach, wenn man es weiß, finde ich, dass man
sich dann besser fühlt, weil dann ist man nicht so allein und denkt sich, meine Güte, jetzt werde ich schon wieder krank oder jetzt habe ich dies oder das und allen anderen geht es gut. Nein, das bekommen wir alle. Ja, 31.10. bis 14.11. Drinnen ist die Präsidentschaftswahl, der 3.11. Ja, steigt da auch nicht ein. Es wird genauso ausgehen, wie es jetzt für diese Energietransformationszeit gut sein wird. Das ist der massive Chaos und Beschwerden und Wahlanfechtung, was sich geben wird, ist irgendwie ja eh schon klar. Ne? Ich meine, wie soll das ruhig abgehen? Ja, ist ja jetzt schon turbulent, aber gib da nicht deine Energie rein. Stell dir wieder vor, das ist ein Feld, steigst du ein oder nicht? Näherst du es, mischst du mit oder bleibst du draußen, bleibst Beobachter, ja, und bleibst ganz bei dir. Freie Wahl, alles freie Wahl. Und aber natürlich, wir haben ja da diesen Mars im Widder oder Widder im Mars, wie man das immer nennt. Und das sind nun mal kriegerische Tendenzen. Das heißt nicht, dass ein Krieg entsteht, sondern das Feuer brodelt, wird massiv angeheizt, damit einiges noch transformiert, verbrannt wird. Dadurch werden die Wogen noch höher gehen oder das Feuer noch mehr lodern, nennen wir es so. Und das braucht es halt, um dann komplett in Asche zu zerfallen. Und dann ist der Neuaufbau. Das ist alles, hat alles hier einen Sinn. Und desto weniger du eben damit tust, desto weniger wird diese schwere, niedrig schwingende Energie genährt. Ja? Schau einfach auf deine Ängste und transformier die. Ja, für das ist ja diese Zeit da. Ja, Herzöffnung, dein Feuer entfachen, dein Lebensfeuer, dein Kraftzentrum, vollkommen du selbst zu werden. Und da stelle ich dir dann nachher noch eine Frage. So, also und ab 14.11. soll es dann laut kosmischen Berichten oder so wieder besser werden, ruhiger, ich weiß nicht, jetzt über Weihnachten sowas da ist, aber ja, ein bisschen wieder angenehmer und man ist dann auch wieder geduldiger. Falls du wahrgenommen hast, ist es manchen Tagen ist man sehr unruhig, ja, will was Gott was machen und es geht aber nicht und läuft so in der Gegend herum, ja, und bringt nichts weiter und auch Ungeduld. Ja, Ungeduld und Unruhe ist auch so eine Energie jetzt. Und ja, und das 11-11-Tor, das wird auch ein sehr wichtiger Tag werden, wo sich wieder ein Portal öffnet. Und wie gesagt, da begleite ich wieder mit den Energieübertragungen. Ja, es war jetzt eine Menge, aber ich denke, es war wichtig und bin doch nicht die, die da täglich irgendwelche Videos macht. Vor allem, ich habe die Zeit nicht, dann wird es halt gleich einmal länger. So, jetzt gebe ich dir, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ja, wie gesagt, diese Zeit. Ich tippe eben so bis Ende März, dass das Ganze noch läuft. Und ja, sollte ich wieder, ja, das ist noch, das wollte ich noch sagen. Der Neumond am Freitag ist ja in der Waage. Die Energie baut sich auch immer auf. Ja. Man kann es bis zu circa 3 Tage vor und nachher noch spüren. Was ist das große Thema mit diesem Neumond-Waage? Partnerschaft. Ja. Die Waage möchte Harmonie und Ausgleich. Und bitte nicht nur Mann-Frau-Partnerschaft, sondern auch zu Kindern, zum Nachbar, zur Mama, zum Papa, zu Familienmitgliedern, zu Freunden, ja, Beziehung, Partnerschaft, ja. Da ist die Energie stark und ist sie auch noch, was Partnerschaften betrifft, ja. Da hat es einige Trennungen gegeben, ja, und oder Rückzüge in der Ehe oder plötzlich, urplötzlich, dass man sich da ja gegeneinander aggressiver geworden ist. Ja. Meistens versuchen noch die Männer, in der Ehe meine ich jetzt, oder in Partnerschaft,
gerne noch das Oberhaupt zu bleiben, der Jäger, der die Familie erhält und nur er hat Geld zu bringen oder viel Geld und er sagt, wo es lang geht und er ist der Mann, ja, und die Frauen ja jetzt immer, immer mehr in ihre Kraft und Stärke kommen, ja, die Göttinnenkraft, ja, die Kriegerin des Lichtes, die Kriegerin der Herzen, wie auch immer, das ist so diese Energie, die Lilith-Energie, ja, die wilde Frau in einem, die starke Frau, ja, so wie ich ja die Frauen begleite, ja, ich begleite ja aus Erfahrung und aus dem, wie ich mein Leben lebe, also ich bin ja komplett unabhängig, frei, selbstbestimmt und selbstständig, aber sogar im Beruf noch selbstständig, ja, also ich gestalte und schaffe mein Leben vollständig aus mir heraus und aus meiner innewohnenden Kraft, ja, und da sind viel mehr Frauen jetzt auf diesen Zug aufgesprungen und da merkt man richtig, wie das kosmische Feuer in den Partnerschaften lodert, ja, also da wird richtig angeheizt und auch das geschieht urplötzlich, ja, das baut sich nicht über Tage auf, naja, da zickt mal wer 3 Stunden oder 3 Tage schon herum und dann kommt es zur Diskussion, sondern es geht husch und los geht's. Ja, wirklich wie du Streichholz anzünden, reinhauen, dusch und die Flamme ist da. Ja, weil hier Ausgleich, Balance geschaffen werden soll zwischen männlich und weiblicher Energie. Aber wo schaffst du die als Erster? In dir. Mach's zuerst in dir. Sonst knallt das noch mehr durch in der Partnerschaft. Ja? Innere Mutter, innerer Vater, innerer Mann, innere Frau, innere Kinder, ja, innere Familie, ja, weil die Familie, das triggert auch in der Familie, ja. Versuch nicht im Außen, wir sind da ganz schon in der neuen Energie, alles in dir, mit dir, auf Seelenebene, Telepathie, alles kommt hier zu tragen, kannst du alles zuerst in dir ordnen, weiblich, männlich, ausgleichen. Weibliche und männliche Seelenanteile befreien aus diesen verschlossenen Räumen, aus der Gefangenschaft, Befreiung im Inneren. Ja? Und dann wirkt sich das auf die Partnerschaft aus und da kann sich Mann und Frau dann auch angleichen in der Beziehung. Die Frau ist, ich will jetzt wirklich sagen, immer, ja? Aber gut, mach mal meistens voraus. Ja, ist sie. Sie ist einfach. Frauen sind offener für diese Wege. Sie tun viel, viel mehr. Ja. Natürlich gibt es Männer auch, aber nicht so viele. Ja. Und die Männer sind da hinten nach und gehen so Schritte hinten nach und das spüren sie jetzt vermehrt und wollen jetzt überholen. Ja. Und so, na, ich möchte schön meinen Partner behalten, wie es seit hunderten, tausenden Jahren ist. Jäger, Sammler, Frau am Herd, also was da alles war. Ja. Frau nichts wert, Frau klein, ja, schön zu Hause bleiben. Mann geht raus auf die Jagd, heutzutage auf andere Frauenjagd, früher auf Wild und Reh und Hirsch und Löwen und weiß ich nicht, ja, das wird sich aufhören, ja. Es braucht einen kompletten Ausgleich, Harmonie in der Partnerschaft, das muss sich die Waage halten und das hat der Neumond jetzt entfacht. Und wie gesagt, ich empfehle dir, mach das in deinem Inneren, dann hört sich im Außen diese Diskussionen und dieses sich sogar in diese kriegerischen Tendenzen, ja, die wir bekommen jetzt, ja, oder auch eigentlich schon haben, die wirken sich sonst auch immens in der Partnerschaft aus, ja. Dann führt ihr gegeneinander auch noch Kampf und Krieg, ja. Und warum? Männlich und weiblich, ja. Es ist nun mal die männliche Energie vorherrschend auf der Erde, sind mehr Männer in höheren Positionen. Krieg ist männlich. Männer führen Krieg, Vergewaltigung, alles männlich. Männliche Energie. Ja, ich meine nicht jeden einzelnen Mann, sondern männliche Energie, Kampf, Macht, Missbrauch, männlich. Und wir brauchen ganz, ganz, ganz viel weibliche Energie. Und dadurch werden die Frauen jetzt in ihrer Weiblichkeit wirklich hochgehoben. Ja, das Herz beflügelt,
das kosmische Feuer, die Kundalini-Energie wird geöffnet, die DNA, da finden Öffnungen statt. Da kannst du natürlich auch einiges tun energetisch. Ja, nicht abwarten, ja, irgendwann wird es soweit sein, sondern kannst du wirklich auch ins Tun kommen. Ein Teil ist immer auch bei den Energieübertragen natürlich mit dabei. Ja, ich unterstütze alle Frauen auf diesem Weg. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und die werden immer stärker und kommen jetzt wieder voll in ihre Urkraft und in ihre Macht, weibliche Urkraft und in die Macht. Wunderbar, positiv natürlich. Ja. Die meisten Menschen haben immer Angst vor dem Wort Macht. Es gibt bitte die positive Macht auch. Ja. Nicht immer so negativ denken. So, ja, jetzt habe ich das. Und jetzt gebe ich dir noch ein Bild und dann eine Frage. Und zwar, stell dir mal vor, und ich bleibe jetzt bei dem weiblichen Energie. Du stehst da als kleine Frau und bitte, alle Männer haben auch eine weibliche Seite und können genauso da mitmachen. Ja? Denn deren weibliche Seite braucht auch eine Befreiung, damit männlich und weiblich im Mann natürlich auch die Waage, die Harmonie findet, den Ausgleich. Es gilt, der Körper sagt das ja nicht aus, ja? Sondern männlich-weibliche Energien tragen wir alle und die sind meist nicht in der Waage, in der Balance. Und da stehst du jetzt gebückt, gebeugt, mit Kopf nach unten, als kleine, zierliche Frau, abgemagert, energielos, den Kampf aufgegeben, dein Lichtschwert niedergelegt. Liegt am Boden, du blickst am Boden, der Rücken schmerzt, Lasten, die du trägst, werden immer schwerer und schwerer. Die Energie ist schwer, sie ist dunkel, du stehst im Nebel. Es ist aber noch nicht ganz dunkel geworden, du kannst dich noch so in einem grauen Licht erkennen. Alte Kleider, es sind alte Kleider. Zerrissen. Du fühlst dich ausgelaugt, alt, obwohl du noch gar nicht so alt bist. Der Körper tut weh. Vieles hast du durchgemacht. Schmerz, Schicksal, Schläge, Krankheit. Du kennst sehr gut Wut, Ärger, Zorn, Eifersucht, Neid. Manchmal hast du bekommen und es ist wieder wie Sand aus der Hand geronnen. Manches konntest du nicht halten. Du hast erkannt, alles ist vergänglich, nichts ist sicher. Jetzt stehst du da in einem leeren Raum, eine vernebelte graue Energie, ganz allein, keiner ist da. Wo ist eigentlich hier deine Seele? Bist nicht mehr sehr erfreut am Leben. Was soll ich hier? Es tut sich nichts. Es ist alles leer. So viel habe ich mich abgerackert. So viel habe ich getan. Und wenn ich mich jetzt umblicke, da ist nichts. Freunde, Familie. Wenn doch, spielt doch jeder sein eigenes Spiel. Scheinheilig. Umgeben von Ängsten. Alles wird immer schwerer und mühsamer, der Körper lässt immer mehr nach, wird immer kraftloser und älter. Immer wieder findet man was, was nicht in Ordnung am Körper ist. Im Kopf bist du müde geworden. Ja, es ziehen viele negative Gedanken durch und viele alte Geschichten. Immer wieder die Vergangenheit, an die Zukunft mag ich gar nicht mehr denken. Im Jetzt schaffe ich es auch nicht zu sein. Was soll das hier, fragst du dich. Was soll das hier? Was ist das? Wozu bin ich hier?
Wie wird es da weitergehen? Was soll ich tun? Es dreht sich alles im Kopf, im Kreis. Der Kopf hat immer mehr Druck und Schmerz. Einerseits Angst vor dem Sterben und doch hier bleiben wollen und andererseits Angst auch vor dem Leben. Wenn ich mich jetzt aufrichte, wenn ich jetzt meine ganze Kraft wieder bekomme, meine Macht annehme, wenn ich meinen Blick wieder nach vorne gebe, die Augen öffne, was wird das sein? Man sagt ja, es wird alles immer schlechter. Es kommt nichts Besseres nach. Das Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und beschissen. Immer das Gleiche. Immer diese alten Glaubenssätze. Ach ja, da hat ja jemand gesagt oder es wird ständig gesagt. Transformiere deine Glaubenssätze. Mache dir dies und mache dir das. Hunderte Ziele. Nicht mal Geld habe ich dafür. Und ich schaffe es ja doch nicht. Immer wieder das Gleiche. Und wenn ich jetzt etwas tue, wenn ich wirklich aufräume, diesen Nebel da mal abziehen lasse und in meine volle Kraft gehe, was wird dann sein? Ja, wer weiß das schon? Und jetzt frage ich dich, wenn du auch nicht weißt, was sein wird. Willst du genau so, wie es jetzt ist, wie jetzt dein Leben ist, weiterleben? Ist dein Leben so, wie es jetzt ist, wo du das hörst und fühlst und siehst? Und es muss nicht so schlimm sein, das wissen wir schon. Nimm einfach dein Leben wahr, so wie es ist, dein Zuhause. Möchtest du das weiterhaben, ja oder nein? Dieser Ort, wo du wohnst, für immer hier bleiben, ja oder nein? Das Single-Leben. Oder die Partnerschaft, wenn du in der Früh die Augen öffnest, ihn oder sie bis ans Lebensende weiter am Morgen in diese Augen blicken und erwachen. Möchtest du diesen Beruf, den du jetzt hast, behalten für immer, ja oder nein? So wie du dich jetzt fühlst, wie dein Körper ist, dein Geist, deine Seele, dein persönlicher Zustand, so wie es jetzt ist, möchtest du, dass es so bleibt? Bist du vollkommen zufrieden, erfüllt und glücklich, jetzt, genau jetzt? Wenn ja, dann gratuliere ich dir. Und dann darfst du dich in dem Bild natürlich oder wirst es gar nicht so bekommen haben. Du wirst es gar nicht dir vorstellen können oder wirst Widerstand aufgebaut haben gegenüber diesem Bild, was ich dir natürlich drastisch gegeben habe, wird gar nicht funktioniert haben. Und wenn doch, dann schau mal, ob du dich in diesem Bild jetzt wenigstens aufrichten kannst, das Bild heller machen, den Nebel abziehen lassen. Die alten Kleider abfallen lassen. Ganz nackt einmal werden, auch ganz leer werden, alles jetzt abfallen lassen in diesem Bild, dass dein Unterbewusstsein jetzt ja aufnimmt, dass du das tust. Und dann, wenn du so wie jetzt dein Leben ist, das nicht mehr haben möchtest, nicht zufrieden bist,
dann beginne genau jetzt. Genau jetzt. Mit dem ersten Schritt. Wisse, was du möchtest und komm ins Tun. Es wird dir niemand abnehmen. Das haben wir alle auch. Es bedarf, sich in Bewegung zu setzen, zu tun, die Absicht zu haben, ein Ja zu sich und ein Ja zum Leben zu geben. Und das Leben ist für dich und meint es nur gut. Und es gibt diese andere Seite, wo du jetzt das Bild siehst, hell klar. Du vollkommen aufrecht stehend, mit beiden Beinen am Boden auf Mutter Erde, gut verwurzelt, verankert mit der weiblichen Seite der Mutter, aufgerichtet, Schultern zurück, gerader Rücken, wunderbare Wirbelsäule, die leuchtet, wo nichts mehr schmerzt, Kopf nach oben, gut verbunden mit der männlichen Seite. Vater Himmel, Zentralsonne, Planeten, wie auch immer. Voll und ganz in deiner Energie, in deinem Kraftfeld stehend, in dir, das Herz geöffnet. Das Herz hat Flügel bekommen. Es ist eine Erweiterung auch bei den Schulterblättern. Der Körper ist durchlichtet und durchleuchtet. Er schwingt hoch. All deine unsichtbaren Körper leuchten, du bist kristallklar und rein. Deine Augen strahlen, du bist vital, du bist gesund, du bist fit, du bist selbstständig, selbstbestimmt, frei. Du hast wieder die Macht über dein Energiefeld, deine Seelenebene übernommen, hast die innere Ordnung hergestellt, göttliche Ordnung, die innere Familie, die Ahnen sind hinter dir, unterstützen dich. Du trägst keine ihrer Lasten mehr. Du sprichst und handelst nicht mehr wie Mutter und Vater, Brüder und Schwestern, sondern ganz authentisch aus dir heraus. Du empfängst und gibst weiter, du bist geführt, du hast einen göttlichen Schutz und gehst auf deinem Weg. Du bist mit niemandem verstrickt, keiner steigt in deinen Weg. Du bist in deiner vollen Kraft und Macht. Du nimmst jetzt dein lichtvolles Schwert wieder auf, wirst zur Kriegerin des Lichtes, Kriegerin der Herzen oder Göttin der Herzen oder Göttin des Lichtes, wie immer du das möchtest. Eine Göttin hat einen Gott an ihrer Seite und nichts Mindereres, sondern sie begegnen sich auf Augenhöhe. Weibliche und männliche Energie ist in ihnen und in der Partnerschaft und zu den Kindern und Familie vollkommen in Gleichklang ausgeglichen, in Frieden und in Wertschätzung und Dankbarkeit. Du wohnst an dem Ort, an dem Seelenort, wo es dir wirklich rundherum gut geht, in dem Haus oder der Wohnung, die für dich auch bestimmt ist, der eine wundervolle Aura hat, so wie du. Du bist erfüllt, erfüllt im Inneren und dadurch erhältst du Fülle von außen. Du lebst deine göttliche Mission, auch Herzensbusiness oder Berufung genannt, weil das die Fülle in dir vermehrt und die Fülle unter Anführungszeichen das Geld, GELD, göttliche Energie, liebt dich, einfach im Fluss ist. Geben und Nehmen ist ausgeglichen. Du erhältst und gibst auch gerne wieder. Du hast so einen hohen Selbstwert, dass du vollkommen vergoldet bist und es dir gönnst, immer wieder auch dir helfen zu lassen. Ja, es geht dir rundherum gut. Du bist so stabil, dass egal was im Außen passiert, du ganz bei dir bleiben kannst. Du bist Beobachter. Du durchschaust die Dinge, hinterfragst sie, nimmst an, was für dich stimmig ist und lässt los und sein, was für dich nicht stimmig ist. Du vergleichst dich nicht mit anderen. Es ist eine wunderbare, stabile, innere, wie eine Säule in dir. Alles ist durchlichtet und durchleuchtet. Du bist großartig. Du
befreist dich aus deinem inneren Selbst. Befreiung und Freiheit zuerst in dir und dann im Außen. Alle Türen stehen dir offen, doch bevor du durchgehst, schließe die Türen hinter dir. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Es gehen noch diese Woche 2 Meditationen hinaus, vielleicht auch noch die Aufnahme mit dem bewegten Video, also wo ich zeige körperlich. Was ich noch zum Schluss sagen möchte, ist, manche können zurzeit nicht zur Ruhe kommen, meditieren, dann geh in die Bewegung. Ich meine damit nicht Sport, aber das dann in einem gesonderten Video. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.